Jo moin, im letzten Stream sind wir live auf Platz 1 der Welt gepusht. Das waren wirklich die besten Games in meinem Leben dabei. Die unfassbarsten Games. Ich glaube, ich habe noch nie besser gespielt. Es war einfach ein geiler Stream. Neuer Zuschauerrekord, 1500 Zuschauer. Unfassbar viele Bits, unfassbar viele Subs. Also wirklich vielen, vielen Dank, der da am Start war und mich unterstützt hat. Dieses Video ist wirklich insane. Ich wünsche euch wirklich viel, viel Spaß. Teilt das Video wirklich sehr, sehr gerne mit euren Freunden, wenn euch dieser Push gefällt. Es waren absolut kranke, unfassbare Games dabei. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es hat so viel Bock gemacht. Und ich würde sagen, lasst auf jeden Fall ein Abo da, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich würde sagen, ich wünsche euch jetzt wirklich viel, viel Spaß. Und wir sehen uns dann im nächsten Stream, nächsten Video. Haut rein. Viel Spaß. Okay, ich würde sagen, good luck an ihn. Okay, hoffentlich ist es ein gutes Matchup. Ich hoffe einfach, es ist ein gutes Matchup. Ist okay, Konzentration. Konzentration. Sagen, spielen meiner. Okay, er bringt Eisgolem. Bitte kein X-Bung, bitte kein X-Bung. Ach Leute, als ob wir jetzt gegen X-Bung spielen. Das war so klar. X-Bung Pump, ist es ein Witz, oder? Als ob er ernsthaft X-Bung Pump spielt. Als ob wir jetzt ernsthaft gegen Expo Pam spielen. Oh, Digga. Das war's mal wieder komplett, Leute. Ich kotze. Ich kotze. Nee, Leute, das sieht absolut scheiße aus. Nee, Leute, das können wir, glaube ich, nicht gewinnen. Das können wir, glaube ich, nicht gewinnen. Es ist so schwer. Er hat, das Ding ist, allein X-Bung ist schon schwer. Aber er hat einfach noch eine Pumpe dabei. WTF. Ja, ihr seht es euch an, seht es euch an, Leute. Jetzt kommt der defensive X-Bogen. Und einfach der nächste Kollege. Natürlich kriegen wir jetzt ein bisschen Bats, aber das ist halt auch nicht viel Damage so. Jetzt kommt einfach sein nächster Pump. Wir können halt nichts gegen die Pump machen, so. Er predigt jetzt mit Skellies und dann ist gefühlt die ganze Pump tot. Jetzt hat er zwei Pumps auf dem Feld. Komplett ein defensiver X-Bogen. Leute, wie wollen wir das gewinnen? Oder können wir das überhaupt gewinnen? Weil ich bezweifle es. Ja, jetzt kommt der offensive X-Bogen, oder? Räudig. Jetzt kommt die nächste Pump. Ja, der nächste X-Bogen. Oder einfach der nächste X-Bogen. Okay, er failed. Jetzt kommen wir. Das ist so räudig, wie er spielt. Connectet er oder die immerhin? Ja, okay, ein Hit, aber jetzt kommt einfach der nächste offensive X-Bogen. Er macht einfach Tesla X-Bogen Bridge.
Es ist so dumm, ne? Es ist so dumm. Aber wir sind dran für ein bisschen Damage. Jetzt kommt Tesla X-Boom Bridge, oder? Eine Minute noch. Irgendwie. Eine Minute noch. Irgendwie müssen wir das Game überleben. Irgendwie. Bringen wir es zum Pressure. Sehr gut, er muss einen Tesla racen. Das ist so gut für uns. Jetzt kann ich Tesla nicht an die Brücke spielen. 44 Sekunden noch. Meiner kommt. Er kennt Tesla im Cycle. Er wie Kings easy defended. Er kennt Tesla im Cycle. Er muss auf der anderen Seite auch noch aufpassen. Er muss noch verteidigen. Wir locken das einfach. Und wir gewinnen das Game. Wir gewinnen das Game, Leute. Wir gewinnen's. Wir gewinnen's. Er hat Pumpe, X-Bogen, etc. Wir gewinnen das Game. OMG. Wie geil. Boss Chris hat auch nochmal 5 raus. WTF, ich lese danach vor. Wir spielen gegen Underbahn. Oh mein Gott, wir spielen gegen Underbahn. Ich lese alles danach vor. WTF, was passiert hier? Wir spielen gegen Underbahn. Okay, Attacker. Das war lucky für ihn. Okay, das sollten wir vielleicht bekommen. Okay, er spielt Packaloon. Ach, Junge, das ist auch nicht einfach. Auch nicht einfach, Packaloon. Alter, was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade im Stream? Was passiert hier gerade? Ehrlich gesniped, könnte sein. Könnte echt sein. Okay, Match erscheint. Hat er Freeze oder Feuerball ist die Frage. Ich würde sagen, gehen einfach den Mauerbrecher da rein, obwohl der Packer da ist. Er muss das nämlich noch selten, das ist gut für uns. Problem ist, es ist so schwer, diesen Packer-Push zu verteidigen. Die hat Lightning. Okay, Magic Archer kommt. Komm noch nicht, okay, wir haben den Turm, wir haben den Turm. Wir müssen jetzt noch versuchen zu verteidigen. Es wird extrem schwer, wenn er einen fetten Packer-Ballon Exinedo-Push aufbauen kann. Komm, 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 Meiner muss dran sein. Irgendwas ist dran. Wir gewinnen das Game gegen Underbahn und damit sind wir Top 5 global mindestens. OMG. Und ja, okay, wir spielen gegen Tobi noch. Keine Ahnung, was er spielt. Oh, ich hoffe, er spielt keinen Golem oder so. Schreib Good Luck. Hoffentlich hat er keinen Hardcounter. Ist ein Deutscher. Magic Archer protecten wir mal. Hm.
Warum hat unser Match. Stell dir vor, der Magic Archer hätte einfach eine Ehre gemacht. Aber Magic Archer von uns hat einfach komplett Unehre gemacht und schießt nicht rüber. Er hätte einen Hit machen müssen, wir hätten kein Damage gesehen, aber unser Magic Archer macht einfach Unehre. Man kennt ihn. Bubble reicht nicht, sehr gut. Leute, wir haben gefailt. Ach, scheiße, Alter. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Das darf nicht passieren, das darf nicht passieren, das darf nicht passieren. Okay, was kommt jetzt? Bandit oder Musk? Bandit wahrscheinlich. Okay. Als ob das Musketier von da angreift. Oh, ich dachte gerade. Nein. Ja! Oh! Oh! Junge, es ist so knapp! Es ist so knapp! Und wir gewinnen es! Oh, danke! Danke, dass wir es gewinnen! Danke! Millennium C out, ein Sub raus, vielen, vielen Dank für den Sub! Alter, scheiße, war das eng! Wir kriegen zwar nur plus 19, aber es geht uns bezüglich, dass wir gewonnen haben. Holy moly! Oh nein, er spielt Pekka Magic Archer. Ach nein. Warum, Leute? Warum spiele ich jetzt gegen Pekka Magic Archer? Ist doch räudig. Das ist doch räudig, Leute. Die Gegner haben immer Wollghost im Cycle. Er nicht. Er diesmal nicht, okay. Leute, das Matchup ist leider nicht gut. Wird das selben? Lassen wir durch, ist okay. Ist okay, müssen wir durchlaufen lassen. Das Matchup ist leider nicht gut, Leute. Das Matchup ist leider nicht gut. Oh, sein Egoist macht Ehre. Okay, hat er nicht schlecht gemacht.
Die Royal Ghost Rage, die ist doch gleich verbuggt oder so. Das ist das größte Schwitzer-Game-Stream meines Lebens. Millennium C haut 100 Bits raus. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für die 100 Bits. Dieser Stream, es ist nicht mehr normal. Diese Games sind anders intens. Ich schwitze. Ich schwitze. Den ganzen Tag, den ganzen Stream. So krass. Es ist so eine rumgeschwitzte Rumschwitzerei. Ach, gegen Ruhm habe ich jetzt gar keinen Bock zu spielen, Leute. Ist gleich ein Mörder-Matchup, oder? Als wenn er X-Bung spielt, ist es... Okay, ich wollte gerade sagen. Was spielt er denn? Ach Junge, als ob er ernsthaft das Deck spielt, Leute. Er spielt Ballon. Er hat komplett reingefailt, aber das Matchup ist gar nicht gut. Ach Junge, er spielt einfach Balloon Cycle. Ist doch Rotz. Was macht der Ballon? Okay. Wir haben seinen Ton. Schussi. Der Magic Archer.
Der Magic Archer. Wir sind Platz 1 global. Wir sind Platz 1 global. GG. Damit sind wir jetzt Platz 1 der Welt. Plus 21. Platz 1 der Welt. OMG.